Hi zusammen, ich sitze hier heute zusammen mit dem Marspad und wir machen gemeinsam die, wie heißt die Challenge? Wo sind die überhaupt? Die eklige Bohnen-Challenge. Auf jeden Fall ist es so, dass... Das ist ekelhaft. Das sind halt Bohnen, jeweils mit derselben Farbe dann. Und entweder schmeckt's gut oder es schmeckt verdammt scheiße. Aber wir haben übrigens hier noch einen Mülleimer unten stehen, den sieht man nicht. Aber für den Fall der Fälle, ne? Aber wir haben jetzt im Pakt geschlossen, sie wirklich aufzuessen. Also wir haben uns gerade als Strafe überlegt, der die wenigsten Bohnen aufisst, der muss am Ende alle übrig gebliebenen Bohnen essen. Bist du dabei? Ich will das nicht. Ich auch nicht. Komm, machen wir. Okay, let's go. Oh. Was denn? Grüß dran. Das stinkt nach Aquarium, oder? Was der braun ist. Also wie hier hinten steht immer, was braun ist. Also braun ist einmal Schokoladenpudding, ne? Ich hoffe, ich krieg das. Und dann Hundefutter. Ich hoffe, du kriegst Hundefutter. Du kannst sie nicht erahnen. Die sehen alle gleich aus. Okay. Hab ich. Warte. Ich nehme den Mund raus. Bist du? Okay, ich nehme die. Oh fuck. Die riechen ja auch alle gleich. Das ist halt das Ding. Oh, da ist meine Cola. Okay. Was? Du hast mir zu trinken und ich nicht? Ich habe das Gefühl, du hast Hundefutter. 3, 2, 1, rein. Oh nein. Ich kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe Schokopudding. Ich hasse dich. Ich war mir gerade nicht so sicher. Ich kotze. Diese Hunde. Wieso lacht ihr? Ich bin fertig. Ernsthaft? Ich gehe. Boah, das klebt jetzt aber auch an den Zähnen. Stell dir vor, du isst Kotze und dann klebt es noch. Stell dir vor, die klebt Schokoladenpudding an den Zähnen. 3, 2, 1. Zahnpasta wäre nicht so schlimm nach Hundefutter. 3 Beeren. Ich auch. Schmeckt aber eklig. Nö, nach Hundefutter schmeckt mir alles. Lass mal nochmal 2 nehmen. Nee. Komm. Warum? Damit du Zahnpasta kriegst. Okay. Okay, komm, wir sind voll die harten Leute. Das müsst ihr mit einem Daumen hoch bewerten. 3, 2, 1. 3 Beeren. Boah, okay, das ist echt nicht geil. Boah. Jetzt habe ich mir die Zähne geputzt. Hä, warum ist davon nur eins da? Scheiße, wir haben Popel nur einmal. Warum davon? Oh, hätte ich die andere Packung mitgenommen, da hatte ich noch ein paar Popel. Warum? Sind die dumm? Lass mal zurückschicken. Ja, lass das zurückschicken. Und da fehlt ein Bobel. Mal rot ist Erdbeermarmelade oder 1000 Füßler. Boah, das war pervers. Das schmeckt voll nach Erde. Kennst du das, wenn du als Kind auf die Fresse geflogen bist? Genauso hat das geschmeckt. Bitte nicht. Warte, ich muss kurz beten. 3, 2, 1. Boah, fick dich, ey. Oh mein. Ich kann nicht erhängen. Es schmeckt nach Gras und Erde. Hör auf, das aufzuessen. Spuck aus, komm. Nee, spuck du doch. Alter, wenn ich danach alle essen muss. Wieso isst du das? Das schmeckt nach Panzer und so. Nach Panzer. Nee, ich glaube, ich habe Füße gegessen. Ich bin fertig. Ich auch. Hallo, wir drehen. Und hier riecht's eklig. Warte, da sind noch welche drin. Vielleicht ist da noch grün drin. Ja, da ist ein grüner drin. Wir haben doch 2 grüne. Oh, scheiße. Okay, hier, nimm den. Nimm von dir. Egal. Okay, komm hier. Komm hier, noch probieren. Dann wieder Popcorn oder schimmeliger Käse. Und Action. Oh, du hast Popcorn. Popcorn! Wie viel Glück sie einfach gerade hatte. Okay, Sandy, bist du bereit? Wir nehmen Popel, damit wir es hinter uns haben. Okay. Also entweder Nasenpopel. Es sind nur 2 hier da. Oder saftige Birne. Ich nehme das. Wolltest du das auch nehmen? Dann nimm das. Nee. Wollen wir tauschen? Ich kenne das mal. Wenn man tauscht, dann hat man doch das Eklige. Ich werde kotzen. 3, 2, 1. Oh Gott, nein. Okay, wir stellen uns einfach vor, es ist eine ganz normale Bohne. 3, 2, 1. Nein, bitte. Ich beiß nochmal drauf. Ficken, alter Belly. Ah!
nicht auf! Ess nicht auf! Spuck's aus! Hast du die Birne? Ah, gönn ich dir. Halt ich esse die Birne, ich esse die Birne. Maspet, nicht ausspucken. Ich kann das nicht kauen. Maspet, du musst mehr Scheiße. Gott, warum habe ich das gemacht? Hör auf zu essen! Ich krieg an meinen Schienen. Ich will das nicht essen. Okay, ich kau jetzt. Halt, halt. Wieso esse ich Popel? Was haben meine Eltern falsch gemacht? Fertig! Schluck doch runter einfach, ohne zu kauen. Es klebt an meinen Zähnen. Ich muss es aus meinen Zähnen wegnehmen. Trinken, ne? Ich darf trinken. Ich darf, bin fertig. Ich hab's runtergeschluckt. Einfach so, ist weg. Prost. Ey, woher kann... Mädchen, was isst du sonst? Willst du nicht wissen? Nein. Oh. Also es ist entweder Kokosnuss oder Babywindeln. Woher weiß man, wie Babywindeln schmecken? Ich habe das probiert, das schmeckt nach Penatencreme. Warum isst du Babywindeln? Nein. Ich meine, das schmeckt nach Also Babywindeln mit Scheiße. Nein. Ich dachte nur Babywindeln. Also nur so ja. Stoff. Es Nein, das Stoff. Schmeckt halt nach Penaten. 3, 2, 1, go. Ich kann das nicht definieren, was es ist. Babywindeln. Boah. Das schmeckt doch gar nicht. Gott, was ist das? Das schmeckt nach was ganz... Das ist keine Kokosnuss. Ey. Kokos, du kannst du doch. Ja, aber das schmeckt nicht schlecht. Ich glaube, die haben sich vertan. Es schmeckt gut. Es schmeckt nach ein bisschen Minze. Also, es war nicht schlimm. Okay. Ich gönn's dir. Mm. Wollte ich nur anmerken. Wollen wir das nehmen? Ja. Das ist hoffentlich nichts Schlimmes. Erbrochenes. Okay. Okay, wir nehmen doch was anderes. Oh, lass es als letztes nehmen. Dann können wir es mit Kotzen verbinden. Okay. Das ist schimmliger Käse. Oh mein Gott, und das? Oder Karamellpopcorn, oder das ist faules Ei. Wow. Ich nehme den mit den meisten Flecken, der am auffälligsten ist. Ja, dann ist er vielleicht gut. Am besten, ja. Okay, so anstoßen. Cheers. Auf schimmligen Käse. 3, 2, 1. Jetzt auf! Boah, das kam auf einmal! Diese ganzen ekligen Flecken, Alter! Alter, bist du fertig oder hast du gespuckt? Nee, ich hab's noch an den Zähnen. Essen Leute sowas freiwillig? Ich weiß echt nicht mehr, wie gut es essen. Boah, scheiße, es hängt. Wieso isst du die alle auf? Ja, weil ich nicht alles essen will. Es gibt nur noch zwei Bohnen. Einmal faules Ei oder erbrochenes. Okay, faules Ei. Ja, 3, 2, 1. Weil ich versuch's so runterzuschlucken. Du kannst nicht alles essen. Warte, ich darf nicht ausspucken. Wovon musst du mit essen? Alles gut, muss nicht kotzen, muss nicht kotzen. Ich muss nicht kotzen. Das war zu viel. Ich esse gleich Eis. Oh. Sandy, das ist faules Ei. Du wirst kotzen, wenn du das aufisst. Spuck's aus. Mhm. Ist doch nicht schlimm. Es passiert nichts. Spuck's aus. Go Sandy. Go Sandy. Go Hallo, hört mal auf. Go Sandy. Go Sandy. Das musst du gleich alles essen. Jetzt haben wir noch Pfirsich oder Erbrochen. Sagen wir Kotze dazu, umgangssprachlich. Okay, drei. Stimmt, du kannst rein theoretisch ausspucken. Du kannst mich mal. 3, 2, 1. Das ist mit Abstand. Weil mein Körper denkt, ich würde schon kotzen. Und deswegen kommt es gleich hoch, glaube ich. Mm. Spuck's aus und dann kannst du ein Getränk trinken.
Wenn dein Freund das sieht, dann macht Schluss. Warum sollte er? Weil du so eklige Sachen essen kannst. Sandy, bist du ein Monster? Ich würde sie danach noch viel mehr lieben, weil sie mehr Fertig. Eier hat. Fertig. Ich hasse dich. Sandy hat einfach mehr Eier als Marspad. Sie zieht's durch. Abonniert mich bitte trotzdem. So Leute, die zwei Märtyrer hier, die mir zwei Bohnen wegessen wollen, nämlich die Weißen. Und die Weißen sind entweder leckere Kokosnuss oder abartige Babywindeln. Ich wünsche euch viel Spaß. 3, 2, 1. Im Lachen. Penatencreme. Habt ihr beide Babywindeln? Was ist das? Es schmeckt wie Penatencreme. Ja. Hä? Maike findet das nicht eklig. Was ist los mit Maike? Ich glaube, Maike ist in ihrer Freizeit Babywindeln. Also die beiden probieren jetzt entweder Erdbeermarmelade oder Tausendfüßler. 3, 2, 1. Wenn, dann schmeckt es nach Erde. Es schmeckt nach Erde! Aufessen! Es schmeckt aufessen. Nach Erdbeeren! Ja. Oh, lecker! Du hast die Erdbeermarmelade. Oh, wie lecker! Schmeckt wie so. Willst du ein Tuch? Oh, willst du es ausspucken? Wieso? Oh, wie lecker! Spuck aus! Es war immer ein Harry Potter-Fan, richtig? Finale bzw. Bestrafung. Marspad muss jetzt alle essen, bzw. wir haben jetzt gesagt, dass er halt 2-3 Mal... Bin ich da? Er soll auf jeden Fall drauf rumkauen etwas, ja, damit auch schön alle Bohnen zerkaut sind. Und danach hast du die 30 Sekunden im Mund und wir schauen noch... Bitte zähl die schnell. Wir machen hier Stoppuhr. Nein, bitte zähl die. 30 Sekunden, nein. 30 Sekunden. Nachdem du fertig gekaut hast. Ja, natürlich. Ja, als ob du jetzt ein paar Mal kaust, du Pussy. Ihr seid voll die Opfer. Wieso habe ich noch 5 Bohnen Erbrochenes? Ja, aber vielleicht schmeckt das ja alles saugut, was? Willst du die probieren? Nö. Oh, Alter, ich esse jetzt Hundefutter, Tausendfüßler, faules Ei, Kacke. Popcorn. Kacke hoch 2. Hier, ich wollte euch nochmal zeigen, wie viele das sind. Da, alle für mögliche Farben. Zieh runter. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Du musst kauen! Okay, 30 Sekunden ab. 30 Sekunden. Jetzt. Du musst kauen! Kauen! Komm, zweimal kurz. Sandy, das war nicht mehr lustig. Ich tue ja so einiges für meine Abonnenten. Das war ein Schritt zu viel. Leute, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben, ich hasse alles. Auf meinem Kanal findet ihr übrigens auch ein Video mit uns beiden. Klickt den Link unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung, ja. Und hier unten ist auch einer verlinkt. Und auf jeden Fall vorbeischauen und abchecken. Und gebt dem Video ein Like dafür, dass wir so hart waren. Sandy war härter. Dafür Applaus für Sandy. Ja, könnt ihr auch stolz sein auf eure YouTuberin. Ja. Und schreibt mal unten in die Kommentare, was für Challenges wir in Zukunft vielleicht nochmal machen könnten. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Tschüss!